Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Craft World. Ja, Stefan hat ja geschrieben, dass wir mal Bier brauen sollen für unsere kleinen Zwerge, aber ich habe es leider noch nicht rausgefunden, wie man es machen. Wie wir es machen, am besten, ich guck mal ganz kurz hier rein, ob es hier irgendwie ein Rezept dafür gibt. Wahrscheinlich muss man das hier auch nochmal irgendwo freispielen. Irgendwo kann man bestimmt Bierbrauerei oder sowas, irgendwie sowas in der Art freischalten. Ups, das habe ich glaube ich ein bisschen zu schnell gemacht. Ja, hier können wir Fässer, aber das ist nur Dekoration, das ist eh jetzt nicht so da hinten. Expertenkochkunst Bier. Also da haben wir noch einiges vor uns, bis wir da sind. Wir müssen mal ein bisschen Dampf machen, glaube ich, dass wir hier mal weiterkommen. Das hier wäre auch ganz nice, dafür müssen wir aber noch ein paar Stahlkeulen bauen. Ja. Unser neuer Fluss ist soweit auch durch. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, dass das wirklich... Ja, es muss eigentlich nochmal regnen. Nur, dass das Ding überhaupt mal voll läuft. Gut, was wir jetzt machen, ist natürlich erstmal abwarten. Bis die Nacht wieder vorbei ist. Ey, der verpestet unseren ganzen See da. Ich weiß gar nicht, warum der da jetzt darüber schwimmt. Was will er denn da? Und er kommt ja nicht raus, dummerweise. Versuchen wir es mal nochmal, dass er da rauskommt. Und möglichst schnell natürlich. Baue Stein. Schnell. Und dicht. Sehr schön. Okay, jetzt ist der da zwar noch drinne. Dann müssen wir nochmal gucken. Übrigens, habe ich gesehen, es gibt ein neues DLC für das Spiel. Das habe ich aber noch nicht. Das werde ich mir vielleicht noch holen. Kostet, glaube ich, 3 Euro oder sowas, möchte ich meinen. Da bekommt man dann nicht nur Zwerge, sondern auch, ja, weibliche Zwerge eigentlich. Ja, das ist eigentlich so die größte Neuerung, glaube ich, an dem Spiel. Und wir haben hier schon mal ordentlich wieder Holz. Das könnten wir dann bald mal wieder abhacken. Ja, genau. Zwerge sind hungrig. Okay, gibt es wieder eine Schmerze? Oh, es gibt tatsächlich eine Schmerze. Hier ist schon wieder, das ist doch bestimmt schon wieder ein Rattennest da oben. Ja, Nahrung soll es ja erstmal nicht liegen. Können wir ein bisschen was hinstellen. Ja, das sieht doch wirklich gut aus hier. Die können sich gut verteidigen. Mit dem Bogenschützen, das gefällt mir am besten. Ja, auch, dass sie sich verbessern können und so, das ist ganz nice. So, wir müssten aber nochmal schauen, ob es fertigen wollte ich eigentlich, dass wir noch ein paar Stahlkeulen bauen können. Ja, da haben wir sogar noch was. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir brauchen. Wir könnten eigentlich mal so viele bauen, dass wir da durch wären. Was ist denn das? Skelettenkeule. Aber die können wir nicht bauen irgendwie, warum auch immer. Okay, ich würde eigentlich so viele bauen wollen, dass wir da mit dem... Ja, so würde das ausreichen, dann wären wir hier oben nämlich durch. Ob wir die jetzt alle brauchen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir sind auf jeden Fall dann erstmal oben weiter. Und wir kriegen auf jeden Fall auch noch Zwerge dazu, also von daher, das ist jetzt auch nicht so wild. Wenn wir da ein paar überbehalten. Aber die ollen Ratten, ne? Das ist ja wirklich schlimm. So, erstmal alle markieren, die wir hier haben, dass sie wieder ein Nest bauen. Muss ich mich auch nochmal belesen, was das überhaupt ist, ob man die Ratten irgendwie ausrotten kann. Zumindest im Haus. So, auf jeden Fall. Ja, sehr schön sind wir jetzt erstmal soweit wieder im Tageslicht. Könnten wir noch ein bisschen Holz machen jetzt. So. Sehr schön. Okay, der hier unten baut schon Keulen. Was hat er denn nun? Achso, noch eine Ratte. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Das ist jetzt die große Frage. Du kommst ja da jetzt erstmal nicht raus. Ja, das nimmt er auch nicht an. Ja, vor allem kommt man hier auch nicht rüber. Das ist, glaube ich, das größte Problem an der ganzen Geschichte. Dafür müssen wir wirklich mal Wasser haben. Ups. Wir hier oben einfach mal noch wieder ein bisschen Wasser hin. Vielleicht hilft das ja. Oh. Ja, wenn wir jetzt aber...
Zwerg ertrinkt. Das müsste ja der hier sein. Ja, müsste das Monster nicht verschwinden, aber das ist wahrscheinlich, kommt da keine Sonne hin. Das könnte jetzt der erste Zwerg werden, der nicht überleben wird. Eventuell. Ich kipp einfach nochmal ein bisschen Wasser rein. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, die müssen jetzt hier. Oh, die haben. Oh, die schaffen aber wirklich gut. Niedriger Gesundheitswert, das ist der Zwerg da unten. Aber der kommt ja da auch nicht raus, das ist ja das Problem. Wenn wir das jetzt, wenn er das nicht selber wegmachen kann, ne, dann kommt jemand anders und der steht dann hier drin, ne? Das ist auch blöd. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal wieder Wasser. Ich weiß gar nicht, macht das dort überhaupt einen Unterschied? Ich glaube fast nicht. Ja, man müsste vielleicht irgendwie eine Brücke oder sowas bauen. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz nice. Oh, da ist der Zwerg gestorben. Schade. Der erste Zwerg ist gestorben. In, ich weiß gar nicht, wievielte Folge das jetzt ist, aber ich finde es eigentlich, also wir haben uns bis jetzt eigentlich noch ganz gut gehalten. Meiner Meinung nach. So, da kommt jetzt immer wieder ein bisschen Wasser rein, das ist gut. Ja, eine Brücke. Weiß ich nicht, gibt es hier, ob es hier später sowas auch richtig gibt, also richtige Brücken. Wenn wir jetzt einfach nur Holz rüberpacken, klar würde das funktionieren, aber da würde vielleicht wieder kein Wasser reinlaufen oder irgendwas wäre dann wieder. Das wäre auch doof. Da sehe ich jetzt erstmal nicht, dass es hier Brücken gibt. Okay. Na, man könnte versuchen, jetzt sowas hier zu bauen. Und ja, aber ja, läuft dann wieder das Wasser da rein? Das ist die große Frage. Oder man macht das ein bisschen anders. Man baut hier noch so eine Art Zulauf für den Fluss, sodass man hier praktisch mit einer Brücke rüber könnte und hat dann hier noch einen Zulauf irgendwie. Das müsste man mal gucken. Müsste man mal ausprobieren. Das machen wir mal. Das probieren wir mal. Einfach mal so. Mal gucken. Wir ziehen hier erstmal rüber. So. Oh, okay. Grundlegende Bewaffnung haben wir fertig. Da können wir mal in den Technologiebaum reingucken. Und jetzt haben wir den Zaunfall, eine Holzfall haben wir, Holzkäfig, Holzstacheln und ein Vorsichtsschild. Ja, erstmal gut, dass alles aus Holz ist. Holz haben wir, glaube ich, momentan genug. Gucken wir mal kurz rein, was wir jetzt hier so Schönes haben. Ist das hier drin oder wo ist, haben wir die Waffen drin? Hier ist es drin, okay. Eine Falle wäre, glaube ich, nicht schlecht. Die könnten wir mal bauen. Oh ja, Holz haben wir wirklich jetzt genug. So, einmal hier reinziehen. Und dann bauen wir einfach mal 4 Fallen erstmal. Natürlich müssen wir auch die Brücke weiterbauen. Dass der Fluss hoffentlich mal fällt. Nein, nicht runterklettern. Was mocht ihr denn da? Das ist gefährlich da unten. Ihr solltet da nicht runterklettern, möglichst. Okay, darauf können sie wieder stehen. Aha. Achso, die haben auf den Pflanzen gestanden. Ah. Ne, jetzt, da können sie auch hochklettern. Doch, die können auch auf den... Ja, warum haut ihr denn die Pflanzen ab? Das ist jetzt die Frage an der ganzen Stelle. Das ist wirklich jetzt die Frage, warum die Pflanzen da weghauen. Aber gut, die wären gute Kletterer. Oh. Was macht er denn da? Nicht ertrinken. Bitte nicht ertrinken. Ja, kommt, sonst hauen wir hier einfach nochmal raus, dass sie da durch können. Dann bauen wir es später wieder zusammen. Das ist wahrscheinlich jetzt einfacher, weil die werden jetzt alle da runterspringen. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Oh, ich werde angegriffen. Okay, gut. Dann hätten wir das schon mal. Und dann bauen wir da noch einen hin. Oh, jetzt haben wir Gott sei Dank 2 Bogenschützen da. Die können das aus der Ferne regeln. Schön ins Wasser reinballern. Passt. Sehr schön. Oh, hier unten liegt noch Werkzeug.
Könnte auch mal wieder jemand einsammeln. Aber erstmal bauen wir die Brücke fertig. Dann bauen wir hier nämlich noch Holzmauer. Nicht genug Ressourcen im Lager. Okay, wartet mal. Das können wir ja ganz schnell wieder lösen, indem wir. Ja, wenn man jetzt wüsste, wie das war. Ich glaube, das war einfach nur. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich es noch im Kopf habe. Ist auch schon wieder eine Weile her. Ja. Davon kannst du eh nie genug haben, von daher nehmen wir erstmal 30 Stück. Genau, jetzt wird es so eine Art Brücke. Sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus bis jetzt. Ist nur zu sehen, dass wir das hier gleich wieder zukriegen. Da müssen wir halt eben eine Art Zulauf noch bauen, von hier irgendwie so rein. Hier so eine Art Sammelbecken dann. Und alles, was dann da drin ist, so wie so ein Stöpsel dann. Also wie so ein Abfluss halt eben dann da rein. Das ist jetzt erstmal so mein Plan. Mal sehen, ob der so aufgeht. Werden wir ja sehen. Ja, was macht ihr denn da? Wenn du da nicht rauskommst, dann schwimm zurück. Was ist nun wieder? Na, immerhin hat er sich als Schwimmer verbessert. Ach ne, jetzt es wird schon wieder Nacht. Jetzt kommen schon wieder gleich Monster. Und wir müssen, glaube ich, auch gleich wieder was zu essen machen, weil da steht auch schon wieder nicht mehr so viel. So, ja, Brücke läuft einigermaßen. Die Frage ist natürlich dann, wo wir angeln. Da müsste man denn. Das ist ja auch scheiße eigentlich mit der Brücke, ne? Eigentlich ist es Mist. Eigentlich ist es echt Mist. Wo kann man denn angeln? Das ist wirklich die. Da müssen wir da irgendwie eine Luke noch reinbauen oder sowas. Das geht ja auch. Das kann man ja auch machen. Setzen wir da eine Luke rein. Oh, wo kommt der denn her? So, hoffentlich haben wir diese Nacht wieder keine Rattenplage. Aber es sieht noch ganz gut aus im Moment. Was ist denn da rausgefallen? Gehirn oder was? Okay, warte mal ganz kurz. Wir können ja auch noch ausrüsten. Wir haben ja noch ein paar Zwerge, die hier noch ohne. Okay, die bleiben natürlich bei Pfeil und Bogen. Aber der hier zum Beispiel kann noch so eine kriegen. Oh, mehr brauchen wir gar nicht. Okay, dann habe ich mich wirklich sehr verkalkuliert. Naja, macht nichts. Ja, ich weiß, du willst angeln, aber das geht im Moment noch nicht. Dann könnten wir ja schon mal uns um den Abfluss hier kümmern. Das würde ich fast aus Holz bauen. Oh, Bevölkerungszuwachs. Ein neuer Zwerg. Willkommen. Da können wir den gleich mal ausrüsten. Ah, da ist er schon. Du kriegst eine Keule, du kriegst eine Axt, du kriegst eine Pickaxt, Spitzhacke, so, Pickaxt. Okay, ja, manchmal haut da auch mal so ein paar Begriffe raus, die er gar nicht raushauen will. So, okay, dann haben wir das auch. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ich will den gar nicht steuern. Nein. Nicht steuern. Freigeben. Weg. Geh weg. Essen. Ja, geh was essen. Ist mir egal. Otom. Otom. Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich. Nein, jetzt habe ich die Karte weggemacht. Ach Mist. Da ist sie wieder. Okay, gut. Bop, 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 bop. Fertigen Nahrung, das müssten wir mal wieder machen. Genug Fleisch haben wir ja, Kohle haben wir auch genug, von daher alles gut. Jetzt gibt es noch ein bisschen Salat. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch wieder was auf den Tisch stellen. Ach ne, jetzt muss erst gekocht werden. Ne, Salat können wir schon auf den Tisch stellen. Das ist nicht so das Problem. Ein bisschen Grünzeug. So, der Rest muss erstmal noch gekocht werden. Okay, oh, ihr wartet schon auf mich. So. Gut, dann der Ablauf. Achso, ihr kommt da nicht hin, oder was? So. Ab oder beziehungsweise Zulauf ist es ja dann eigentlich.
Obwohl, den brauchen wir eigentlich gar nicht aus Holz bauen. Wir hauen einfach das hier weg. Das hier vielleicht auch. Da kommt ein Stein hin. Oder wir bauen den halt aus Stein. Wir schachten das hier aus. Wir schachten das hier so ein bisschen aus und bauen dann da Steine hin. Frag mich nicht warum. Aber ich denke, mit einer Brücke ist das hier easy, da mal rüber zu kommen. Das hier wird... Ja, da könnte man dann vielleicht auch so eine Luke machen, weißt du? So eine Luke, hier sammelt sich erstmal das Wasser. Wenn genug Wasser drin ist, machst du die Luke auf. Blups, fällt das alles runter. Ja, rein theoretisch könntet ihr ja schon den Zulauf dann bauen. Da kommt das weg. Das hier auch. Und dann geht's hier wieder nach oben. Oh, hier sackt der Sand nach. Okay, dann muss der Sand auch weg. Ja, bei Regen kommt er definitiv nicht durch. So, jetzt brauchen wir hier nochmal ein bisschen Holz. Ist die Frage, ob man das komplett aus Stein macht, das ganze Ding. Aber eigentlich nicht. Also das hier würde ich vielleicht auch nochmal wegnehmen. Und hier so den Zulauf dann noch aus Stein machen. Ja gut, vom Prinzip her könntest du das hier hinten wegnehmen, dann haust du da halt Stein rein. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Das hier muss auf jeden Fall auch weg. So. Na gut, und zum Angeln könntest du ja eigentlich hier so ein Loch reinmachen, weißt du? Dass du hier so einen schmalen Gang noch hast, wo du dann da deine Angel reinwerfen kannst. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, jetzt wird wahrscheinlich das hier alles noch nachsacken. Oder auch nicht. Gut, dann müssten wir eigentlich rein theoretisch das hier auch noch weg. Ja, komm, wir machen das einfach komplett aus Stein. Das dahinter vielleicht nicht, das ist wurscht. Aber das hier würde ich aus Stein machen. Warum rennt denn der hier mit dem Essen durch die Gegend? Unglaublich. So, auf jeden Fall ist die Brücke ja auch gleich fertig. Dann würde ich das hier auch noch aus Stein machen. Achso, das geht nicht, weil da noch... Ach nee, den brauchen wir nicht wegnehmen. Das hier aus Stein, das aus Stein, das aus Stein. Das geht auch nicht, okay. Großbauprojekte hier. Ich weiß auch nicht, ob das Wasser hier nicht doch versickert irgendwie. Haben wir noch irgendwo einen See oder sowas, der sich gebildet hat? Das ist alles aus Stein hier, ne? Das hier hinten hat sich auch ein See gebildet und da ist auch alles aus Stein. Also von daher vielleicht... Na gut, hier nicht, ne? Da versickert auch nichts, also von daher... Aber ansonsten ist es meistens immer aus Stein irgendwo. Ja, müssen wir mal schauen. Es ist mir schon klar, dass ihr jetzt da nicht hochkommt. Rein theoretisch könntet ihr aber von oben jetzt anfangen. Genau, ihr könnt ja jetzt wieder rüberlaufen. Das ist ja alles in Ordnung jetzt. Da haben wir jetzt eine schöne Brücke gebaut. Genau, aber die Bäume müssen halt eben jetzt erstmal noch weg. Das hier haben wir schon mit Stein gemacht. Das hier müsste auch noch. Baustein, 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 Baustein und Baustein. Und hier auch nochmal einen Stein hinbauen. Genau, dann hätten wir nämlich das schon mal. Das Wasser sollte praktisch hier so runterlaufen. Das kommt auch noch weg. Hier so schön runterlaufen und dann da rein. So ist der Plan. Also, mal sehen, ob der Plan so aufgeht. Das weiß ich natürlich noch nicht. Bin ich aber mal sehr gespannt drauf.